Hallo liebe Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise, halt, stopp, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Serie auf einer neuen Map. Wir spielen heute tatsächlich auf der Swiss Touch und wir fangen tatsächlich ein neues Safe Game an auf der Swiss Touch. Allerdings gibt es so ein, zwei kleine Haken bei der ganzen Geschichte und zwar nehmen wir mehr oder weniger den Fuhrpark von unserem Felsbrunn-Spielstand mit hier auf diese Map. Und damit das Ganze auch ein bisschen Sinn ergibt, haben wir natürlich eine kleine Story uns ausgedacht, wie das Ganze vonstatten geht, warum wir hier sind. Also wer nicht die letzten zwei Folgen von Felsbrunn geschaut hat, würde ich euch empfehlen, das nochmal nachzuholen, falls ihr wirklich den kompletten Zusammenhang haben möchtet mit der Story. Wenn euch natürlich die Story nicht so wirklich interessiert, dann solltet ihr da nicht nachgucken. Aber falls ihr euch wundert, warum es hier gleich mit ein bisschen Story und so weiter losgeht, das ist der Grund. Wir, wie gesagt, wir haben eine kleine Story, warum wir hier letzten Endes gelandet sind. Und kommt das mir nur so vor, oder sind die hier ein bisschen arg hoch? Kommt das mir nur so vor, sie ist jetzt alles ein bisschen höher als im... Ich glaube, das ist alles ein bisschen höher als im normalen Haus. Egal. Schweizer sind wohl groß. Also wie gesagt, sonst gibt es nicht allzu viel zu sagen, ne? Von der Felsbrunn sind wir jetzt weg. Jetzt sind wir auf der Swiss Touch. Fuhrpark haben wir größtenteils mitgenommen. Es gibt eine entsprechende Story dazu, warum und wieso und weshalb. Und die Story, die geht jetzt auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen weiter, definitiv und auf jeden Fall. Ich guck mal, was ich mir so einfallen lasse. Na, es ist nicht so ganz tausendprozentig so viel Story wie auf der Lost Park Serie. Aber ich werde definitiv versuchen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Story wieder reinbringen in die Geschichte. Weil, ich denke, es hat auch einigen gefällt und mir persönlich auch. Ne? Ich brauche auch so ein bisschen Story. Und ich habe das schon mal erklärt vor langer, langer Zeit, ne? Auch in der Zeit, in der ich noch keine Let's Plays gemacht habe, hatte ich auf meinen Spielständen immer so ein bisschen eine Story, warum, was und wie ist. Und deswegen passt das schon so, ne, mit Story, das passt zu mir. So, jetzt aber quasi weiter im Text, beziehungsweise nochmal ganz kurz. Das hier ist die Swiss Touch Map, die gibt es, das ist eine gute Frage, wo es die gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, nee, die ist glaube ich nicht auf Mod Hub, ich glaube die gibt es auf Mod Hoster. Ich müsste nochmal schauen, ne, falls ihr euch interessiert. Und der Hof hier, den habe ich hier selber hin platziert. Der war hier nicht so und wir gucken uns den gleich noch an. Die meisten Gebäude sind von Modding Welt, vom Gebäudepack. Und ansonsten modtechnisch habe ich zu 90% Dinge drauf, die es auf ModHub gibt. Ein, zwei Dinge, die ich selber umgebaut habe. Und ein, zwei Dinge, die es auf ModHoster gibt. Da werden wir dann vielleicht gegebener Zeit noch drauf eingehen. Jetzt fangen wir aber wirklich richtig an mit der ganzen Geschichte. Also, viel Spaß damit. Viel Spaß mit der neuen Folge und ich hoffe mal, beziehungsweise viel Spaß mit der neuen Serie, so. Und ich hoffe einfach mal, dass es gut ankommt, weil, ich hoffe einfach, dass es gut ankommt. So, also los geht's. Wir sind jetzt hier tatsächlich angekommen in der schönen Schweiz, im schönen Kanton Bern sind wir. Und, wir sind jetzt so mitten im Haus und, das ist quasi der Teil, den wir dann in Zukunft bewohnen. Na, meine Schwiegereltern, die bleiben ja hier im Haus, das war ja so ausgemacht. Allerdings bewohnen die jetzt den oberen Teil und wir bewohnen hier den unteren Teil. Und deswegen, das ist jetzt hier meine Wohn-Ess-Küche quasi und hier ist mein Arbeitsplatz. Und wir haben hier eine Aussicht, das ist schon grandios, ne? Müsst ihr euch mal geben hier, ne, diese Aussicht. Ach ja, ach, das ist herrlich. Ach ja, die Landschaft hier ist der absolute Wahnsinn. Da kommt mal raus, ich zeige euch mal den Hof. Und falls ihr euch wundert, wo denn meine Maschinen sind, da kommen wir gleich noch dazu. Die sind nämlich auch schon da, aber noch nicht hier, die müssen wir noch hierher bringen. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, nur zwei, drei Tage hier, mehr oder weniger, beziehungsweise ich bin erst gestern angekommen, aber davor war ich schon, ach, eins am anderen. Beziehungsweise wir laufen einfach mal mit dem Kreis, ich erzähle es ganz kurz. Ich habe ja gesagt, mit dem Transport müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen mit der Spedition. Und ich habe einen Freund, der quasi, beziehungsweise, haben das ja so ausgemacht, dass wir dann dort mit der Spedition fahren, dass ich dann auch selber einen LKW fahre. Und dass wir eben im Konvoi dann runterfahren, auf einmal alle Maschinen aufladen und dann eben mit 4 oder 5 LKWs oder sowas runterfahren. Und der Tag war gestern gewesen, an dem wir das gemacht haben. Das sind nur ungefähr 400 Kilometer, aber das schlaucht schon 400 Kilometer mit dem LKW. Vorher alles verladen, verzurren, nachher wieder abladen. Und wir haben uns nicht getraut, mit den großen LKWs und Tiefladern hier hochzufahren. Wir laufen gerade mal durch den Kuhstall durch. Das ist also unser Kuhstall. Ihr seht, das ist ein relativ großer Kuhstall, ein relativ luftiger sogar. Und na, da stehen ein paar Kühe drin, wir haben verschiedene Rassen, wir haben sogar zwei von diesen komischen Buckelrindern hier, meine Schwiegereltern mitlaufen. Aber ansonsten haben wir hier so die relativ, sag ich mal, normalen, bekannten Kühe, allerdings ein bisschen verschiedene Rassen. Und das ist quasi das ganze Ding hier, wir haben hier noch eine Milchkammer, ich weiß nicht, ach nee, das zeige ich euch jetzt nicht, sonst muss ich mich erst wieder desinfizieren, machen wir jetzt nicht. Jedenfalls, ihr seht jetzt die Straßen hier, und das ist die Straße, die hier zum Hof herführt. Das ist die, die vom Dorf kommt, im mehr oder weniger direkten Weg und ja, es hat mehr so Berge und Hügel. Und wenn wir jetzt hier unten aus dem Dorf, aus dem Hof rauslaufen, ich renne mal gerade zurück, unten aus dem Hof rauslaufen, da wo wir am Anfang schon waren,
na, wo die Straße hinführt, da ist es genauso. Da ist ziemlich steil und eine sehr enge Brücke. Und dann haben wir uns da nicht hochgetraut. Das heißt, wir haben dann unten im Dorf, haben wir alle Maschinen abgeladen. Die stehen jetzt quasi in der Dorfmitte. Die stehen bei der WLZ, da hatten wir WLZ-Landhandel. Da haben wir es einfach vorne auf dem Parkplatz hingestellt, haben wir alle Maschinen aufgereiht und dann hat es nicht hingepasst, haben wir noch mehr hingestellt. Ja, ich hoffe mal, die ärgern sich nicht. Das war nämlich gestern Abend um, na, fast schon viel zu spät. Na, es war ungefähr 8 Uhr, wo wir angekommen sind. Es war 10:30 Uhr, wo wir fertig waren mit Abladen. Und ja, ein LKW muss ich jetzt noch zurückfahren. Die anderen haben nämlich im Konvoi wieder zurückgefahren. Und ich habe mein LKW noch hier stehen. Ich muss heute noch einen LKW zurückfahren. Eigentlich haben wir das so geplant gehabt, dass ich gestern Abend noch mit zurückfahre. Aber nachdem wir dann uns so mit dem Abladen und so weiter konzentriert hatten, ich dachte eigentlich noch, dass ich gestern Abend anfange, die Fahrzeuge hochzufahren. Aber wie gesagt, da war es schon zu spät. Und dann haben, keine Ahnung, haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann sind die einfach los mit dem LKW, haben gesagt, so, wir fahren jetzt heim, du bringst dann halt den LKW morgen zurück. Und dann, ich hatte hier auch noch zu erledigen, hatten nämlich auch zwei große Autos vollgeladen. Die sind nämlich auch mit runtergefahren. Und ja, auch noch ganz viel Zeug, das wir verräumen müssten. Aber, wie gesagt, jetzt kommen wir erstmal zurück zum Hof und ich mache mal, ne, so eine kleine Hofvorstellung. Das ist also der Hof von meinem Schwiegereltern, den wir jetzt übernommen haben. Er gehört jetzt in der Tat uns. Das ist jetzt unser Hof. Ja, der Hof ist tatsächlich, beziehungsweise hat meine Frau geerbt, aber ne, wir sind ja verheiratet, von daher ist auch meins. Das heißt, den Hof haben wir mehr oder weniger so bekommen. Was jetzt allerdings nicht so bekommen haben, das sind die Maschinen. Und ich habe ja hier gerade so meinen Blick drauf geworfen. Das hier ist zum Beispiel ein wunderschöner Flapper, den wir jetzt in unserem Besitz haben, mehr oder weniger. Ne, dafür haben wir einen Kaufvertrag für die ganzen Maschinen, die noch auf dem Hof geblieben sind. Und der Kaufvertrag ist nicht ein direkter, ich gebe euch jetzt Geld und dann ist es meins quasi Ding, sondern das beträgt sich dann auf einen längeren Zeitraum, eine monatliche Zahlung, quasi eine zusätzliche Rente für meine Schwiegereltern, bis der Maschinenpark, der hier da ist, abbezahlt ist. Wir haben ja auch gesagt, dass wir gucken, dass wir die Maschine nicht doppelt haben und dass meine Schwiegereltern schon einiges verkauft haben. Aber der ist noch übrig geblieben und ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir den überhaupt verkaufen, weil das ist ein ganz netter Flapper. Der hat knapp 100 PS, ein bisschen mehr, glaube ich, 105 oder sowas, bin mir nicht ganz sicher. Und er hat auch ein Laststahlgetriebe, relativ interessante Kiste. Und ja, ne, er sieht doch top in Schuss aus, ist wirklich gut gepflegt. Überhaupt sind die Maschinen von meinen Schwiegereltern sehr gut gepflegt. Und dann gucken wir jetzt einfach mal hier rein und schauen mal, was wir hier vorfinden. Hier finden wir vor einen Heuwender. Na, da möchte ich vielleicht noch einen anderen kaufen. Der gefällt mir hier nicht. Ich mag die nicht, die nach hinten wegklappen. Und überhaupt ist der nicht so ein toller Heuwender. Ich hätte gern was mit zwei Kreiseln mehr. Aber ja, der ist hier noch. Und ja, dann haben wir noch hier die Kuhnpresse. Die gehört auch her. Ja, ein riesengroßes Ding da. Ja, massives Gerät haben meine Schwiegereltern erst vor ein paar Jahren gekauft. Ist also noch relativ neu. Dieses Mähwerk hier, das gehört auch dazu. Ich wusste es gar nicht. Ne? Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass wir ein Frontmähwerk uns kaufen müssen dann. Aber nein, die haben tatsächlich ein Frontmähwerk, habe ich dann jetzt auch festgestellt. Und das ist auch relativ neu und gut in Schuss. Dann haben wir hier natürlich hinten noch ein Kuhn GMD 2811 Heckmähwerk, auch neu und gut im Schuss. Hier haben wir einen bisschen älteren Pöttinger Frontschwader, der ja auch noch dazu gehört. Wir haben aber ja unseren eigenen Schwader mitgenommen, das heißt, den können wir theoretisch verkaufen. Der ist auch ausgeschrieben, aber bisher hat sich keiner gemeldet. Das ist also quasi Teil 1 unseres Maschinenparks. Und wie gesagt, manche von den Dingen kommen vielleicht noch weg, manche von den Dingen bleiben aber auch. Ne, hier ist wie gesagt der Kuhstall, wir haben hier unsere Güllegrube drunter. Und wir haben hier unseren Mistplatz direkt daneben. So, jetzt machen wir hier mal noch die Klappe auf. Ihr habt nämlich schon im Hintergrund gesehen, das ist der zweite Flapper, der noch hier ist. Der ist auch ausgeschrieben. Der soll eigentlich auch verkauft werden. Aber er ist noch hier. Er wollte noch keinen zum entsprechenden Preis. Das ist ein 1300 DT Fiat. Es ist eins von den ersten Modellen. Das bedeutet, er hat um die 130 PS. Ich glaube, so viel hat er nicht mehr ganz. Der Motor ist schon ein bisschen alt. Ihr seht das, ne? Der vom Zustand ist ja noch relativ gut. Den hat mein Schwiegervater hat den mal neu lackiert. Das ist jetzt auch schon wahrscheinlich 15 Jahre her. Damals, da war er noch nicht ganz so alt und da war es der größte Schlepper auf dem Hof und da ging die Entscheidung, ne, kaufen wir uns einen neuen oder nicht und dann haben sie einen kleineren neuen gekauft, auch einen Fiat, ne, mit Frontlader 9090 und, oder 8090, nicht ganz sicher, eins von den beiden und ja, dann haben sie gedacht, wir lackieren den anderen auch neu, dann passt das schöner zusammen, ne, weil eigentlich wollten sie erst einen neuen großen Schlepper kaufen, haben dann aber doch ein bisschen kleineren, kompakten mit Frontlader gekauft und dann haben sie sich gesagt, okay, wir lackieren unseren alten neu, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Und ja, deswegen ist er vom Lack her noch wirklich gut in Schuss. Aber wie gesagt, der Motor ist schon relativ runtergekommen. Der hat viele Stunden drauf. Der hat so, glaube ich, ungefähr 14.000 Stunden oder sowas auf dem ganzen Schlepper. Ich glaube aber, dass der Motor schon mal überholt wurde, relativ am Anfang. Ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls, der hier ist schon auf dem Hof, seitdem er neu ist. Na, der wurde damals neu gekauft. Und dann war damals mit 130 PS der größte Schlepper hier im Dorf. Ja, der Hof hier, der war tatsächlich mal relativ groß. Er ist mittlerweile leider gar nicht mehr so groß, weil meine Schwiegereltern schon ein paar Felder verkauft haben. Und auch ein paar, die gepachtet waren, den Pachtvertrag aufgegeben haben, weil sie ja schon ein bisschen rückwärts gemacht haben. Das heißt, wir haben da wieder ein bisschen Arbeit, um uns was zu finden.
So, dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir eine Stroppmann-Streublitz-Miststreuer. Wir haben hier einen Grubber. Da wusste ich auch gar nicht, dass der hier ist. Der ist relativ neu. Und dann haben wir natürlich hier einen kleinen Düngerstreuer und noch einen Frontpacker, einen älteren. Ja, die Maschinen stehen hier alle hier. Und das ist im Grunde so gewesen. Ach ja, genau, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar diesen Fliegelkipper hier. Der ist auch relativ neu. Na, wie gesagt, also der Fuhrpark ist echt top in Schuss. Und deswegen haben wir auch da eine entsprechende Zahlungsvereinbarung und so gemacht. Das ist auch eine ganze Summe Geld, die da noch rüber wächst und rüber wandert. Das hier ist ein Anhänger, das ist ein Traum. Ich finde das Ding so genial. Ne? Mit Unterfahrschutz an der Seite. Voll Druckluft. Ach Mensch, das ist ein traumhaftes Anhängerchen, ist das. Jupp. Moment mal. Hat er gar keine Druckluft? Nö, da keine Druckluft. Das sind doch keine Druckluftanschlüsse, oder? Sagt man eher aus wie Hydraulikanschlüsse. Okay, der hat keine Druckluft. Dann ist das vielleicht für. Keine Ahnung. Scheint aber keine Druckluft zu haben. Naja gut, jedenfalls ist das ein massives Anhänger hier mit richtig fetten Rädern und so und dreifacher Aufbau hier. Das ist ein richtiges Monsterteil. Also muss man schon aufpassen, wenn man mit dem hier fährt. Aber wie gesagt, dadurch, dass er so einen massiven Rahmen unten hat, der ist nicht im leeren Zustand, liegt er sehr wunderbar auf der Straße, weil er halt wirklich einen sehr schweren Rahmen hat. Ne? Das ist keine so leichte Kiste, die überall sich aufschaukelt. Jedenfalls ein klasse Anhänger. Von mir hat das war es im Grunde schon so ziemlich mit dem Hofrundgang. Arg viel mehr gibt es nicht. Ihr seht das. Unterstellplätze sind hier auch definitiv Mangelware. Man muss definitiv hier ein bisschen erweitern auf dem Hof, wenn wir unsere ganzen Kisten anschleppen. Und ne, von den Maschinen, die meine Schwiegereltern hatten, standen auch ein paar draußen. Die jetzt schon wegverkauft sind. Na, die guten wollte ich ja behalten, die schlechten kamen weg. Ne, die älteren, weil ich habe ja selber Maschinen, die bringe ich da mit. Beziehungsweise na, so haben wir es ja gemacht. Wir haben eben geguckt, ne, was habe ich, was haben die hier und wir behalten dann halt jeweils das Bessere oder das Nützlichere oder Tauglichere. Und ne, meine Maschine, mein Fuhrpark war relativ neu, von daher ging hier einiges Altes weg. Ein alter Grubber, ein alter Flug, alte Sämaschine, alte Kreislecke, ne, ging alles weg. So, dann gucken wir jetzt einfach mal hier über die Landschaft. Na, ist das nicht herrlich? Und ja, was mir gehört, ist hier zum Beispiel diese Wiese hier, diese Wiese, die wir hier sehen, das ist meine. Dieses Feld, das wir hier sehen, das ist meins und diese Wiese, die wir hier sehen. Ne? Und wenn wir jetzt hier mal ganz kurz nach da unten laufen, dann sehen wir, ne, das Feld, das geht bis ganz da hinten. Und irgendjemand hat hier, ist hier durchgefahren, hat hier, oh Mann, das könnte eigentlich aufregen. Ich weiß auch nicht, wer da irgendwann auf die Idee kam, hier durchzufahren. Sachen gibt's. Jedenfalls, das ist mein Feld, das ist meine Wiese, die hier ganz nach unten geht. Und dann haben wir noch, na, ich kann es euch auf der Karte ganz kurz zeigen. Na, müssen wir mal schauen, wir haben hier noch ein Feld hier oben, da ist noch ein Feld. Und ich glaube, das ist dieses Jahr in, da liegt dieses Jahr brach, da ist Ölrettich oder sowas drauf. Dann haben wir hier links und rechts vom See, ne, wir haben hier eine Wiese hinterm Sägewerk, hier am See. Und hier dieser Streifen, der gehört auch noch zum Hof. Ne, der Streifen, das wäre da hinten ist eine Wiese, ist auch ein bisschen nass. Und hier vorne haben wir dann noch ein Feld. So, ja, das ist so ziemlich diese Wiese hier, die gehört auch noch zum Hof. Das ist leider, ne, wir haben nicht, sonst nicht mehr Felder oder mehr Wiesen oder sowas. Wie gesagt, das haben zum Hof ursprünglich mal mehr gehört, aber zwei große Felder haben meine Schwiegereltern schon vor einigen Jahren verkauft. Und ja, in den letzten Jahren auch ein paar Pachtverträge aufgegeben für ein paar kleinere Dinge. Deswegen, das ist das Einzige, was noch übrig ist. Aber das ist alles unseres. Ne? Das ist nichts Gepachtetes dabei. Das ist alles unseres. Allerdings, wir machen das jetzt so. Ich habe eine ganze Menge Arbeit. Ich muss die ganzen Maschinen hochbringen. Deswegen machen wir jetzt eine ganz kurze Pause rein. Und dann sehen wir uns wieder. Ich gehe jetzt mal ins Dorf runter. So, da sind wir jetzt unten im Dorf. Und das sieht aus wie eine Ausstellung. Hier haben wir das gestern alles abgeladen, hier vom Landhandel. Ich habe heute Morgen schon mit Leuten hier gesprochen. Die haben große Augen gemacht. Da war ja gestern Abend niemand mehr da und die haben gesagt, ja, es wäre schon recht, wenn ich es wegmachen würde, ne? Aber ich habe gesagt, dass ich konnte einfach nicht hoch mit dem Tieflader und wir mussten das gestern Abend abladen. Ich fahre das heute Morgen im Vormittag alles hoch, keine Sorge. Ja. Ach ja, jedenfalls, ihr seht das, ne? Wir haben unseren Anhänger mitgebracht, unseren Flug mitgebracht, unsere Sägekombination mitgebracht, unseren schönen Raubgruber mitgebracht, unseren großen Schwader haben wir mitgebracht und unseren Ladewagen haben wir mitgebracht. Mit dem müssen wir echt ein bisschen aufpassen hier im freien Gelände, aber jo, den haben wir auch dabei. Unseren Milchanhänger haben wir dabei, unseren Vario und unseren 500er Fendt haben wir dabei. Ach Mensch, das ist so was Schönes, ne? Wenn man hier die beiden anderen Schlepper sieht, wenn ich wieder zurück bin zu meinen Fans. Aber ich bin echt mal gespannt, wie die anderen sich so fahren. Ich bin vor allem auf den alten Fiat gespannt. Ne? Wie gesagt, das soll ja auch nur verkauft werden, aber ich will definitiv mal ein bisschen damit rumfahren. So, und unseren 300er Vario, wie gesagt, und hier hinten noch unsere Futtermischwagen und unser Wasserfass. Und ja, ich würde es einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Und wir haben ein kleines, großes Problem. Ein richtig großes Problem. Wir haben ja unseren schönen Fan verkauft. Unseren Frontlader-Fan. Weil wir gedacht haben oder weil wir uns gesagt haben, den nehmen wir nicht mit, weil was sollen wir denn mit zwei 500er Fans? Und ich wollte den blauen definitiv nicht verkaufen und ja, deswegen kam der andere weg. Der hat ja auch knapp 110 PS nur. Und das hat dann wiederum zum anderen gepasst. Ne? Der andere Schlepper, der auf dem Hof ist, der Fiat. Nee, Fiat, New Holland, Ford,
Menschen Skin. Der Vorteil auf dem Hof ist, der hat auch um die 100 PS, wie gesagt, glaube 105. Das heißt, das wäre im Grunde der gleiche Flapper gewesen von der Größe und dann hätte es ja keinen Sinn gemacht, die alle zu behalten. Deswegen. So, jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Ich wollte eigentlich jetzt hier was vorne reinhängen. Ich glaube, wir nehmen einfach so Frontgewicht mal vorne mit hoch. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich hoffe mal, dass jetzt hier gerade kein Auto kommt, wenn ich hier den Spaß mache. Aber wie gesagt, ne, das Problem ist, dass wir jetzt keinen Frontladerflapper haben. Aber wir haben den Frontladerflapper verkauft und hier auf dem Hof, ich habe vorhin gesagt, da war der 1890 oder 1990er Fiat Frontladerflapper und der war auch ausgeschrieben. Da, im Grunde die beiden Fiat waren ausgeschrieben. Ich habe gesagt, ich behalte den großen Holland. Ich habe jetzt aber nicht gedacht, dass der Fiat schneller wegkommt, als ich einen Frontladerersatz besorgen kann. Ich wollte einen Frontlader hier für den 300er besorgen. Das war zumindest so ein bisschen mein Plan. Aber ja, ich hätte nicht erwartet, hätte nicht erwartet in meiner Naivität, dass er so schnell weggeht. Und habe gedacht, ich habe dann noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist er aber der erste Schlepper, der verkauft wurde vom Hof. Und jetzt haben wir keinen Frontladerschlepper mehr. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich irgendwie gucke, dass ich einen Frontladerschlepper ausleihe, bis wir hier für den 300er Vario einen Frontlader haben. Ich dachte mir, ich kaufe einen neuen von Fendi, ich bestelle einen, ne, passenden Original-Frontlader für den Schlepper hier. Zumindest mit Original-Abbaurahmen. Aber ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Schwierigkeit. Weil wir bis dahin müssen wir irgendwie auskommen. Bis dahin müssen wir irgendwie hier Silage in unseren Verdummischwagen reinkriegen. Das wird echt spannend. Und jetzt seht ihr mal quasi den ersten Weg direkt zum Hof. Das ist meiner Meinung nach der direkteste Weg zum Hof. Wobei man könnte auch unten rumfahren, ging vielleicht ein bisschen schneller, wenn man nicht so viel Berg rauf müsste. Das probieren wir demnächst dann noch aus. Jedenfalls, das hier ist quasi der mehr oder weniger direkte Weg zum Hof. Wobei direkt hier in der Schweiz immer so eine Sache ist, ne? Also es gibt so ein bisschen Kurve hier, Kurve da. Es gibt noch einen Weg, der ein bisschen direkter ist. Das ist aber ein Kiesfeldweg. Da können wir auch noch lang fahren. Das heißt, es gibt theoretisch vom Dorf aus drei Möglichkeiten, wenn wir letzten Endes hier hinkommen. Und ja, wenn wir jetzt hier mal runterschauen, da unten ist es unser Hof, auf der rechten Seite. Da wäre er, hinter den Bäumen. Ah, ja, da ist er, da könnt ihr sehen. Und ne, jetzt sind wir auch hier schon bei den Sarmentinen. Ne? Ich habe ja nicht im Flachland gewohnt vorher. Aber das ist schon nochmal was ganz was anderes. Vor allem, wenn man sich hier so manche Felder anguckt, die es hier gibt, da wird einem ganz schlecht, wenn man sich überlegt, dass da jemand mit dem Schlepper entlang fahren muss. Da bin ich dann doch froh, dass unsere Felder nicht ganz so schlimm sind. Ne? Unsere Felder sind relativ flach. Und unsere Wiesen, von daher hat das schon auch Vorteile, ne? Definitiv. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie wir das Ganze hinbekommen, alles. Wie gesagt, der Futtermischwagen ist auch schon verkauft. Das heißt, wir haben jetzt wirklich mehr oder weniger fliegende Wechsel. Die letzten paar Tage sind die Tiere schon ohne Futtermischwagen versorgt worden. Und jetzt ist gestern der Fiat abgeholt worden. Jetzt haben wir keinen Frontladerschlepper mehr. Deswegen hatte ich es jetzt auch wirklich eilig, dass die Sachen alle hier unten ankommen. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, ne? Entweder hole ich mir jetzt gleich ein Frontladerflapper irgendwo, dass ich hier erstmal eine Tiereversorgung und so weiter fertig habe, oder ich fahre jetzt erstmal alle meine Sachen hoch. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie man das jetzt in welcher Reihenfolge wir das jetzt anstellen soll. Ja, das ist alles ein bisschen komisch, ein bisschen schlecht. Aber ich würde mal sagen, ja doch, wir fahren jetzt erstmal Sachen hoch. Ne? Wir fahren jetzt erstmal Sachen hoch. Das hier lassen wir gerade mal hier so stehen, den Futtermischwagen, den tun wir hier rein. Halt, stopp. So, das Frontgewicht, das stellen wir da drüben, da habe ich schon gesehen, da steht ein Frontdreieck, da stellen wir das direkt dazu. Und, ja, stellen wir einfach mal hier hin. So, das Flapper können wir auch direkt hier daneben hinstellen, wobei wir die natürlich heute noch ein paar Mal brauchen. Aber ich werde jetzt erstmal mit dem Auto wieder runterkutschiert und dann fahren wir mit dem 500er weitere Geräte hoch. Bis gleich. So, da sind wir, jetzt sitze ich wieder in meinem schönen 500er. Und ich würde mal sagen, wir machen das so, dass wir jetzt, glaube ich, eine Zeitrafferaufnahme machen davon, wie ich hier anfange, ein paar Geräte hochzufahren. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wir fangen erstmal tatsächlich mit den Geräten an und holen uns dann die Anhänger und sowas als nächstes, weil ich glaube, die stehen hier tatsächlich ein bisschen ungünstig, die Geräte. Die Anhänger, die stehen ja wenigstens auf dem Parkplatz, die hier stehen ein bisschen an der Laderampe. Deswegen fangen wir mal an, dass wir das hier hochfahren. Und jetzt probieren wir gleich mal den anderen Weg aus, den unten rum. Und wie gesagt, wir machen jetzt Zeitrafferaufnahme. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, also viel Spaß damit, bis gleich. So, da wären wir wieder und ja, ich habe immer noch den Flug hinten dran.
bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was jetzt eigentlich der kürzeste Weg ist, ne? Hier runter oder was wir gerade eben gefahren haben, ne? Über den Kiesweg. Problem ist halt, der Kiesweg ist wirklich holprig, da, ne? Kann ich nicht wirklich schneller als 30 fahren höchstens. Und ja, hier kann ich doch unten auf der Hauptstraße ganz schön zügig Gas geben. Ihr seht das auch, ich kann hier wunderbar Kurven schneiden, hier ist relativ wenig los. Und ja, das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, geht aber. Und ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß nur eins, ich fahre hier jedes Mal vorbei. Jedes Mal fahre ich hier vorbei. Eieiei. Na, da muss ich ja schon rein zum Hof. Wie gut, dass hier nicht so viel los ist. Gerade eben mit der Sämaschine war ich auch schon ein bisschen dran vorbeigerutscht. Und ja. Na, das ist jetzt quasi der erreichbarste Aufgang zum Hof. Ne? Wenn man über diese Brücke kommt, alles was über diese Brücke kommt, kann auf jeden Fall zum Hof. Weil da gibt es jetzt keine steilen Straßen oder Engkurve oder sonst irgendwas mehr. Das heißt, das ist quasi der direkte erreichbare Weg. Und der andere ist vielleicht ein bisschen schnellere Weg oder auch nicht, je nachdem. So ist es die Frage, wo stellen wir den Flug denn rein? Das ist so eine Sache. Insgesamt hier, was wir jetzt hier wie wo hinstellen, müssen wir jetzt erst noch ein bisschen ausdingsen. Ne? Also, ich denke mal, haben wir noch ein bisschen zu tun, bis wir das alles durchsortiert haben, was jetzt wie wo hingestellt wird. Aber ich würde mal sagen, den Flug nehmen, wenn wir jetzt vielleicht irgendwie reinkommen, damit einfach mal da rein. Weil ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob das wirklich klappt. Ob wir den hier um die Ecke kriegen oder nicht. Sonst wäre das natürlich sehr praktisch, wenn wir den hier tatsächlich auch um die Ecke stellen könnten. Wobei ich, naja, nee, das kriegt man hier nicht um die Ecke. Das klappt nicht. Wir könnten, theoretisch könnten wir versuchen, ob wir den hier hinten an die Wand gestellt kriegen. Das könnte klappen, erst recht, wenn wir den vorhin ausklappen wieder. Und dann könnte man den hier so an die Wand stellen. Ich glaube, das geht. Ja, das können wir machen, dann können wir drüben noch mit der Sämaschine raus. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas reingestellt kriegen. Ja, jetzt fahren wir mal hier runter. Ich glaube, das ist tatsächlich der schnellste Weg. Wie gesagt, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Ich habe mir auch so überlegt, ob ich zum Spaß einfach mal einen anderen Flapper nehmen soll. Aber na, der Fendt, der fährt halt doch am schnellsten von allen. Deswegen, ich glaube, wir holen das von uns mit dem Fendt unsere Zeug her. Müssen uns echt beeilen. Ne? Ich habe eigentlich gesagt, bis um 12 ist da unten weg. Jetzt haben wir gleich 12 und es ist noch sehr viel unten dran. Also, ich würde sagen, wir machen nochmal eine Zeitrafferaufnahme. Diesmal aus der Innenansicht und ja, bis gleich. So, jetzt wird's spannend, jetzt haben wir bloß noch ein paar Sachen und ich wollte gerade mal schauen, hat der denn hier hinten Zugmold dran? Nee, leider nicht. Ich dachte gerade, es guckt so ein bisschen her, aber nein, der hat hinten kein Zugmold. Ich glaube aber nicht, dass wir den Anhänger hier an den anderen dranhängen können. Das ist, glaube ich, keine so, nee, das geht eher nicht, der Herr Druckluft. Da müssen wir doch mehrfach fahren. Ich dachte eigentlich zuerst, wir können vielleicht an den anderen hier hinten dran das Ding dranhängen. Aber der hier, ne, da haben wir keine Durchführung für Druckluft, wir haben bloß eine Durchführung für Hydraulik. Von daher, das wird nichts. Wir können hier definitiv nicht anhängen. Der ist ja auch gar kein Druckluftanhänger, von daher. Allerdings, wir könnten theoretisch das Wasserfass, das ist ja leer, könnten wir eigentlich hier hinten dran machen. Das können wir zumindest versuchen, da müssen wir nicht zweimal fahren. Wird es nur spannend, das hier hin zu rangieren, aber das kriegen wir schon hin. Weil wir praktisch, wenn wir einen wendigeren Flapper hätten als den großen 500er. Bin echt mal gespannt, na, wie gut der 500er hier auf diesem Hof hier, klarkommt. Er ist einfach eigentlich nicht so geeignet hier. Ne? Nicht ganz so wendig und überhaupt, ne, auch vom Schwerpunkt her, doch geht eigentlich. Ne? So schlimm ist der Schwerpunkt nicht mehr. Ne? Die Holland hat schon ein bisschen tieferen Schwerpunkt, weil er einfach ein bisschen tiefer gebaut ist. Das, der Fiat ist natürlich auch so eine ganz spannende Maschine, weil der hat eigentlich gar keinen so einen tiefen Schwerpunkt, relativ hochgebaute Kiste. Und wie gesagt, 130 PS aus fast 7 Liter Hub, ne, über 7 Liter Hubraum, glaube ich, sogar hat der. Also das ist eine richtige Wahnsinnsmaschine und das muss damals, als das Ding neu war, noch erst recht eine Wahnsinnsmaschine gewesen sein. Ne? Wie gesagt, größte Flappe hier im Ort und ja, auf jeden Fall für eine Weile auch der größte Flappe im Ort geblieben, damit 130 PS, schon ganz schön was, eine ganz schön massive Kiste. Und ja,
Keine Ahnung, ne? Also das ist schon Monster. Ich weiß auch nicht, wie der hierher gekommen ist. Beziehungsweise, was der letzten Endes der ausschlaggebende Punkt war. Da müsste ich mal fragen, mein Schwiegervater, was der ausschlaggebende Punkt war, warum dann am Ende diese riesen Fiat gekauft wurde. Ich meine, für die Hofgröße hätte wahrscheinlich auch ein 100 PS Schlepper damals getan. Aber ne, ein bisschen extra wollte er schon haben und das hat sich an sich auch gelohnt. Ne? Ich meine, der Schlepper wurde damals neu gekauft und ist immer noch im Besitz. Von daher lohnt sich ja schon, wenn man ein bisschen extra kauft, wenn man denkt, dass es vielleicht in Zukunft die Leistungsansprüche ein bisschen erhöhen. Von daher, ne, dass man dann tatsächlich Ende der 80er Jahre einen kleineren Fiat dazu gekauft hat mit Frontlader anstatt einen größeren. Ne, das sagt ja schon einiges aus, würde ich mal sagen. Daran kann man ja dann doch schon erkennen, dass es ja sich gelohnt hat, damals einen großen Schlepper zu kaufen. Und der hat wirklich lange ausgereicht, auch für die Ackerarbeit. Aber jetzt sind wir natürlich ein bisschen anders unterwegs. Ne, der hat 150 PS. Unser 515er und das langt aber definitiv locker aus. Wobei man anderes immer wieder denken muss, ne? Wir haben hier Berge und gerade wenn man in der Berglandwirtschaft Ackerbau betreibt, braucht man schon ganz gut Leistung. Man stelle sich nun mal vor, man muss ein Güllefass oder sowas im Berg hochschleppen. Also ja, da ist man ganz schön anstrengend dabei. Ne? Von daher ist auch nicht immer so verkehrt mit der Leistung. Ist auch nicht immer so verkehrt. So, jetzt fahren wir unser lustiges Gespann mal runter und ja, kommen wir noch raus. Das ist knapp, doch, wir kommen noch raus. Perfekt, so. Halt, falscher Gang. Den Gang wollte ich. Schleichen wir uns hier schön den Buckel runter. Aufpassen, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Eieiei, es ist schon, also landschaftlich ist das ganz anders. Ne? Man meint auch, Berg ist Berg und ne, wo ich gewohnt habe, waren auch Berge. Aber landschaftlich ist das hier ganz anders. Ne? Das ist definitiv. Man sieht überall die Felsen durchguckt. Man sieht das hier, die Häuser sind hier. Eine wortwörtlich auf Fels gebaut. Also, das ist schon nochmal ein bisschen anders. Ja, bei uns war eigentlich nur das Schloss auf Fels gebaut, alles andere war. Na, also extreme Felsen hatten wir nicht. So extreme Felsen hatten wir definitiv nicht. So, jetzt fahren wir wieder raus und ich habe vorhin nur festgestellt, na, die Brücke hier hinten ist richtig fies. Die hat so einen richtig hellen Hubbel drin. Na, das denkt man gar nicht, wenn man auf die Brücke so zufährt und dann wups, haut es dann plötzlich aus dem Sitz raus. Also da muss man echt vorher ein bisschen langsam tun. Das ist eine gemeine Brücke. Na, dass da nicht irgendwie ein Schild dran ist, dass man nur langsam drüber fahren darf oder so. Ich weiß ja nicht. Na, Geschwindigkeitsbegrenzung hier auf der Landstraße. Dass wir da nicht irgendwie 50 km/h oder so weit vor der Brücke haben, weil, gut, mit dem Auto kann man schon ein bisschen schneller drüber fahren, also, aber 50 km/h mit dem Flipper, das ist schon das Kopf gegen Decke hauen, Geschwindigkeit auf alle Fälle. So, na, aber wenn man es weiß, dann weiß man es ja. Dann wird man wahrscheinlich noch ein, zwei Mal passieren, bestimmt, genauso wie die Einfahrt zum Hof. Ich fahre jetzt mal fast noch vorbei, ne? Die kommt da so plötzlich, weil wenn man hier entlang fährt, dann sieht man da oben die Stein- und Baumreihen und denkt, da ist die Einfahrt, aber nein, die Einfahrt ist hier hinter der Kuppe und deswegen, ne, dann kommt er erst gar nicht so recht drauf, dass hier gleich die Einfahrt kommt. Aber nein, hier kommt gleich die Einfahrt. So. Diesmal sind wir aber nicht dran vorbeigefahren, weil ich die ganze Zeit drüber geredet habe. Na? Jawohl. Na also. Na, jetzt haben wir schon eins und ich habe immer noch Maschinen unten stehen. Ich muss jetzt echt mal rumtelefonieren, dass ich irgendwie einen Frontlader organisiere. Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe quasi. Keine Ahnung, wie wir das am besten hinkriegen. Überhaupt weiß ich eh noch nicht so genau, wie wir das jetzt alles am besten hinkriegen mit der ganzen Geschichte hier, wo was wir wo einsortieren und so. Ich glaube, diesen ganzen Gespann hier, den lassen wir jetzt einfach mal hier davor stehen, den können wir dann immer noch aufräumen. Den stellen wir einfach mal hier hin, ne? Noch ein kleines bisschen vor, dass wir drüben vorbeikommen, jawohl. Und dann lassen wir den jetzt hier einfach mal da stehen. Und wie gesagt, jetzt haben wir noch den Ladewagen unten, wir haben noch den Milchanhänger unten. Ich glaube, dann hätten wir sogar. Und ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwie einen Frontlader organisiere. Ich würde aber mal so sagen, ihr habt die Strecke jetzt wirklich schon 10.000 Mal gesehen. Wir brauchen dich, beziehungsweise euch jetzt nicht nochmal mitnehmen. Und deswegen, ja, sehen wir uns dann wieder, wenn es was Neues gibt oder so. Und wir machen mal eine kleine Pause. So, da wären wir wieder und ja, jetzt habe ich vorhin alles oben hier. Und jetzt können wir gerade mal hier schauen. Ich habe es jetzt einfach mal da vorne aufgereiht. Wo sollte ich sonst hinstellen? Der ganze Hof ist voll. Allerdings, ich habe auch gleich was anderes organisiert. Und ich war echt überrascht, dass es so leicht ging. Aber ich war beim Händler vorbei und habe gesagt, ey, Vorführer mit Frontlader, was hast du denn da? Und entweder hasst mich mein Händler jetzt, oder ich habe einen Freund fürs Leben gewonnen, wir schauen mal. Jedenfalls, er hat mir ganz, ganz kurzfristig hier einen Lindner Lindrack zur Verfügung gestellt mit einem Frontlader, ein sehr ulkiges Gerät, der hat Vierradlenkung, fast wie ein Radlader, ist stufenlos, ist sehr kurz und kompakt, der Frontlader hängt ein bisschen weit vorne raus, aber so hat er den gerade da stehen gehabt und hat gesagt, hier, ja, Vorführer. Und ja, wenn man damit einrechnet, dass er mich ja im Grunde nicht wirklich gekannt hat oder so, also wie gesagt, entweder er hasst mich, wenn ich das Teil zurückbringe, oder wir verstehen uns sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt. Jedenfalls, das ist unser Frontladerflapper, bis wir was anderes finden. Ich habe bei ihm aber auch gleich einen Frontlader für den Vario bestellt. Wir haben hier in Auftrag gegeben. Müssen wir aber dann noch genaue Papiere und sowas machen, habe ich gesagt. Ich habe es jetzt eigentlich
Wir machen das dann die Details später, aber ich habe ihm schon meinen Auftrag gegeben, dass der, das dauert immer eine Weile, wenn man so ein Teil bei Fendt bestellt, bis das beim Händler ankommt. Habe ich bestellt, Frontladerkontrolle für den 300 Vario Original mit ja, Frontlader und allem drum und dran. Stollfrontlader in Fendtgrün, passend hier zum das alte Fendtgrün. So habe ich es jedenfalls bestellt. Aber wie gesagt, die Papiere und so weiter muss ich alles nochmal genau machen. Muss ich auch alles ne, so ein Fendt-Konfigurationsding nochmal genau ausfüllen. Nochmal unterschreiben, dass es auch genau das ist, was ich will. Aber es ist schon mal vorgemerkt. Und ja, dann kriegen wir das hoffentlich relativ bald. Er hat gesagt, so eine Woche oder zwei dauert es normalerweise schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vorführer so lange haben kann. Sonst muss ich mir halt nochmal was anderes organisieren. Wir schauen mal. Jedenfalls, ich habe vorhin noch was vergessen zu zeigen. Da steht ganz da hinten, das ist ein Güllefass. Ich weiß auch nicht, warum die Schwiegereltern das hier hinten hingestellt haben. Es war ja eigentlich, bevor ich angekommen bin, genug Platz. Wobei, na, es standen ja vorher auch Geräte überall rum. Die sind ja nur verkauft worden. Von daher stand das halt wahrscheinlich hier hinten draußen neben dem Stall, weil sonst davor auch kein Platz war. Allerdings, wir machen das mal so. Erstmal fahren wir hier den Linktrag weg und dann kann ich euch den mal ganz kurz zeigen. So schaut der von innen aus. Sehr interessantes Gerät. Ja, sehr modern aufgebaut, sehr viele Knöpfe, Schalter, Tasterchen und ein digitales Display vor uns. Und wie gesagt, das Ding hat eine Vierradlenkung, das ist wendig wie sonst was, das ist der Wahnsinn. Und damit fahren wir jetzt direkt mal rüber zum Silo. Und dann werden wir mal den alten Fiat anschmeißen. Es ist nämlich so, dass der Fiat vorher immer im Mischwagen gehangen ist. Das war so sein Job in letzter Zeit. Und ich denke mal, das wird jetzt auch wieder sein Job werden, erstmal bei uns, solange bis er verkauft wird. Und ja, deswegen gucken wir jetzt mal, ob er angeht. Bin mal sehr gespannt, ob das Schlepperchen anläuft. Ich bin sehr drauf gespannt auf das Schlepperchen hier. Aber er soll schon anlaufen. Heute ist ein warmer Tag, ne? Ja, im Winter braucht man wohl Startpilot dafür, wenn noch was meine Schwiegereltern erzählt haben. Aber jetzt soll der anspringen. Bin mal sehr gespannt. So, Moment, müsste das hier mal ganz kurz noch ausdingsen. So, jetzt aber. Jawohl, der läuft. Gut, das hält man schon mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, mit dem Getriebe hier klarkommen. Wir haben hier Gang 1, 2, 3, 4. Jawohl, das klappt. Wir haben hier noch Stufen. Und der Rückwärtsgang ist ganz da hinten. Gut, na, da seht ihr es auch hier. Da auf der einen Seite haben wir hier VM, halt Stopp, L haben wir hier unten, ne? Dann haben wir da rechts daneben ist, ne, davor ist V und dann daneben ist M und dann haben wir ganz drüben den Rückwärtsgang und auf der anderen Seite, ne, der hat schön Lenkradschaltung, das sind die Schalthebel, diese beiden Hebel hier vor uns, schön Lenkradschaltung hat der und auf der einen Seite haben wir 1, 2, 3 und 4. So, machen wir mal die Handbremse auf und dann bin ich jetzt mal gespannt. Ach, ich weiß, was los ist. Einen Moment. So, jetzt. Na, hier hat wohl jemand Hafer verschüttet. Müssen wir auch mal sauber machen. So, halt. Rückwärtsgang finden. Interessante Flöppchen, aber dadurch, dass da hinten der Tank ist, sieht man überhaupt nicht nach unten. Ne? Der Tank ist hier hin und Fahrer sitzt. Haben überhaupt gar keinen Blick nach hinten. Und die Wendigkeit habe ich auch ein bisschen überschätzt. So. So. Gerade mal das alles dran. Jawohl, alles angehängt. Da hat eigentlich. In dem Hydraulikanschlüsse, naja, aber es hat ja vorher auch geklappt. Klappt es wohl wieder. So, na, das ist jetzt das Schlepperchen, so schaut es aus. Kann man gerade drum rumlaufen, der hat eine sehr merkwürdige Vorderachse, riesengroße Planeten drinne. Sehr interessantes Gerät, so allgemein vom Aufbau her. Und ja, hat sehr lustige Verstellwerke, das habe ich auch noch nicht gesehen, sind sehr, sehr spannend. Sehen die aus, na, da kann man hier das Ding entweder da reinschrauben oder auf der anderen Kante reinschrauben. Und natürlich das Felgenblatt nochmal drehen und dann hat man so viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Er hat, wie es aussieht, Originalbereifung drauf, ne, 460, 85, 38. Das dürften sein 12,8, 38 dürften das sein, 12,8, 38 und vorne hat er 320, 85, 28 dürfte die ja, Originalbereifung oder Ersatzreifen für. Was original drauf war, was glaube ich, weiß gar nicht, das 12,4. Ne, dann war es hinten 14. 14,8, ach keine Ahnung, jedenfalls Originalbereifung hat er drauf. 6 Zylinder, wie gesagt, 7 Liter, 130 PS, also Monsterkiste.
Wobei, wer weiß, wie viel von den 130 PS jetzt noch übrig ist. Aber wir fahren jetzt mal los. Fahren mal rüber damit. Halt, wir fahren in die höhere Straßengruppe. So. Macht nur ungefähr 20 oder 25 km/h. Nicht ganz so schnell. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, wie schnell es ist. Aber wir werden das eines Tages auch noch rausfinden. So. Sehr laut ist er. Also ich glaube, in dem Auspuff ist auch nicht mehr allzu viel drin. So. Dann machen wir jetzt erstmal hier hinten an. Und dann geben wir mal Handgas. Einen Moment. So. Dann darf ich hier mal stehen und mischen. Und wir werden währenddessen beladen. So. Mal gerade gucken, was ist bei Steuergerät? Ah, das ist das hier. Okay, perfekt. So, läuft. Mann, ist der laut. Da hört man hier den Geodrack fast gar nicht. Ach, ist kein Geodrack. Lindrack meine ich. Hört mir den Lindrack fast gar nicht vor lauter. Lauter Geräusche hier. Eieiei. Muss man echt aufpassen, der Hebel ist sehr, sehr empfindlich. Ich glaube, das kann man irgendwo einstellen, wie empfindlich der Hebel sein soll. Kann man bei dem Flap alles einstellen, denn der ist alles wunderbar elektronisch da drin. So elektronisch ist unser Vario nicht mal. Oh, doch, bei dem geht auch einiges einstellen. Das wäre eine Profi-Plus-Version von unserem 300er Vario. Er hat auch wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, als ich in der Regel nutze. Das ist im Grunde beim Profi-Plus ja meistens so. Bisschen Angebungssache, wenn man Profi-Plus kauft. Wenn man schon Vario kauft, dann richtig. Aber ich glaube, die allerwenigsten, gerade beim 300er, können wirklich die komplette Profi-Plus-Ausstattung so nutzen. Ne? So. Ich würde allerdings mal sagen, wir machen das so, dass wir ein bisschen Zeit drauf haben noch, bis ich hier die Viecher fertig versorgt habe. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und bis gleich. Sind wir wieder und ja, lief eigentlich ganz gut das Fiatchen, ne? Lief eigentlich ganz gut. Nette Flappchen auf jeden Fall. Ist eigentlich ziemlich cool, ne? Dafür, dass es ne, Mitte der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Eigentlich ganz coole Flapper. Kabine ist eigentlich auch gar nicht so vielleicht. Laut ist das Ding. Wahnsinnig laut. Das hört man quasi über den ganzen Hof, aber ja, dann macht das nichts. Wir haben ja keine Nachbarn hier. Und ja, Lautstärke sonst, wie gesagt, ist halb so wild. Aber ich glaube, der Auspuff ist auch irgendwie komplett durch, ne? Ist vielleicht mal neu. Ansonsten, ne, dieses Teil hier, das fährt eigentlich ganz spannend. Mit der Vierradlenkung fühlt sich echt komisch an. Mit einem normalen Schlepper, wo man quasi über der Hinterachse sitzt und plötzlich legt die hinten so weg. Ansonsten, wir haben fast kein Silo mehr. Das reicht nicht mehr lange. Und ja, wir müssen das aber erstmal heu machen. Ne? Wir müssen unsere Wiesen heu mähen. Das ist quasi so die nächste große Tat dann. Jetzt machen wir hier mal noch einen Blick hier rein. Ne? Hier Gruppe und Flugabwehr ist hier so ein bisschen schräg gestellt. Passt eigentlich ganz gut. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal hier die Tore zu für den Anfang. Und wir machen hier drüben auch mal Tore zu. Na, hier oben, da ist noch Heulage für loses Heu und loses Stroh. Aber da ist jetzt auch nicht mehr viel drin. Und ja, ich habe jetzt mein Anhänger hier rübergestellt. Das muss natürlich auch mal weg. Allerdings, na, das ist ein schöner Platz hier. Da könnte man zum Beispiel Unterstand oder sowas hinbauen und hier irgendwie anbauen oder so. Dass man hier Fahrzeuge drunter stellt. Oder ansonsten halt nicht mehr kein hinten, da wo jetzt der Ladewagen und so steht. Da ist ja noch genug Platz, da könnte man anbauen. Weil ihr seht das ja, ne? Es stehen jetzt schon Sachen draußen. Wir müssen eines Tages anbauen. Da kommen wir nicht drum herum. Aber was, wie gesagt, was als nächstes ansteht, ist hier entlang diese Wiese hier mähen und diese Wiese hier mähen und dann gucken, dass er Heu draus wird. Und wenn wir sogar ganz schlau oder ganz schnell sind, dann können wir noch hier das Feld Weizen dreschen, während hier Heu liegt. Das Heu muss ja eh liegen und trocknen. Allerdings haben wir noch keinen Mähdrescher. Und mein Mähdrescher, ich habe ihn noch nicht verkauft. Ich bin echt überlegen, ob ich den jetzt hierher bringen lassen soll. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich auf eine Spedition warten, die ein bisschen günstiger ist. Aber wenn ich, na, das ist ein ziemlicher Schwertransport und wenn ich da jetzt jemanden
rucki-zucki mal machen lasse, dann kostet das einen richtigen Haufen Geld. Aber andererseits müssen ja gucken, dass wir die Ernte einkriegen. Na, letzten Endes, der Hof ist zwar Milchkuhbetrieb, Grünlandbetrieb, aber wir haben halt doch auch zwei Felder. Ne? Eins, das ist relativ groß ist, das hier unten und nochmal eins. Und die machen halt schon auch einen beträchtlichen Jahresgewinn aus. Und wenn wir da, wenn da was schief läuft mit der Ernte, wäre nicht ganz so ideal. Ne? Von daher, ja, ich weiß nicht. Eine andere Variante wäre natürlich, dass wir einfach einen Lohndrescher kommen lassen. Problem ist allerdings, ne, dann muss man hier wieder einen Lohndrescher kommen lassen, der einen Handdrescher oder sowas hat, weil sonst traut sich hier keinen drauf. Mit so einem großen, riesen modernen Drescher traut sich hier definitiv keiner drauf. Und das ist dann auch wieder schwierig. Ich würde mich mit meinem New Holland hier schon entlang trauen. Müsste halt echt vorsichtig fahren. Gerade hier ist es wahnsinnig steil, ne? Ich weiß auch nicht. Also kann gut sein, dass ich hier dann irgendwie im nächsten Jahr ein bisschen mehr Gras einsehe oder so, dass wir den ganz steilen Teil hier nicht mehr machen, weil das wird auch mit dem New Holland sehr schwierig. Aber ich denke mal, ich würde mich damit schon da hier fahren trauen, wobei natürlich die Truschqualität bei so einem Hang, einem Nicht-Hangdrescher, relativ miserabel ist. Ne? Da geht dann viel verloren. Aber besser als gar nichts. Ne? So läuft das am Hang. Aber wie gesagt, so ist jetzt im Moment der Plan, so geht's weiter. Und ich muss jetzt erstmal ankommen. Wir haben noch Zeug zum Auspacken. Wir müssen definitiv nochmal mindestens zweimal nach Velsbrunn, sonst zum Möbel und so weiter holen, zum Umziehen. Und dann ein paar Umzugskisten und solche Sachen. Unsere Fahrzeuge haben wir jetzt ja alle, bis auf den Mähdrescher, der eben noch dort steht. Und auch sonst noch ein paar Sachen, die ich dort auf jeden Fall regeln muss. Aber wir sind hier da angekommen. Und ja, ich fühle mich jetzt hier schon wohl. Ich fühle mich schon fast zu Hause irgendwie. Dadurch, dass meine ganzen Maschinen und so alle da sind. Ich sehe meinen Fendt, ich sehe meinen anderen Fendt und ich sehe meine ganzen Sachen rumstehen. Ich denke mir irgendwie, ach ja, gehört alles so. Ist alles so, wie sich es gehört. Ich bin froh, dass ich die Maschinen mitgebracht habe. Vor allem freue ich mich um diesen Fendt hier. Das ist schon eine andere Maschine. Jetzt habe ich ja den noch nicht gefahren. Ich bin sehr gespannt auf den New Holland. Den fahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wobei ich eigentlich dachte, erst würden wir mit dem 300er Man gehen. Mit Front- und Heckmehrwerk. Ich glaube, der ist am besten, weil er am kürzesten und wendigsten ist. Außerdem halt Vario. Ansonsten, man könnte auch mit dem hier Frontman versuchen und überhaupt halt Man gehen. Sehr spannende Kiste jedenfalls, auf den bin ich mal sehr gespannt. Ne, können mal ganz kurz reinsteigen. Na, der hat ein sehr merkwürdiges Getriebe hier. Na, der hat hier ein Getriebe mit zwei quasi. Ne, wir haben hier Vor- und Rückwärtsschaltung, die muss allerdings gekoppelt werden. Da ist der Hebel ganz auf der linken Seite, der link ganz links. Ne, das ganz links ist Handgas, direkt daneben. Der Hebel direkt daneben mit dem Knopf dran, das ist vorwärts, rückwärts. Ne? Und dann der Hebel daneben mit zwei blauen Knöpfen, das ist die Gangschaltung quasi. Allerdings hat den Hebel kann man nur entweder nach vorne schieben oder nach hinten schieben und man muss Kuppeln dazu und damit wechselt man die Gruppe. Damit wechselt man zwischen der langsamen Gruppe, wo hier Gang 1, 2, 3 und 4 hat und zwischen der schnellen Gruppe, wo Gang 5, 6, 7, 8 hat. Na, im Grunde ist es ein Vierganggetriebe mit zwei mal zwei Gruppen. Ne? Das ist sehr spannend jedenfalls. Man kann quasi in die schnelle Gruppe fahren oder in eine langsame Gruppe und dann hat man eben jeweils vier Laststellstufen, 1, 2, 3, 4 oder wenn man nach vorne ist mit dem Hebel, dann 5, 6, 7, 8. Das sind eben die 8 Gänge und wie gesagt, die sind auf zwei Gruppen aufgeteilt und den Hebel muss man eben vor- und zurückziehen dafür. Und ganz draußen, na, der Hebel, der so einen komischen Griff hat, ganz auf der rechten Seite, das ist nochmal eine Gruppenschaltung, da kann man nochmal zwischen langsam und schnell schalten, also zwischen Hase und Schildkröte, muss man aber auch für kuppeln. Das heißt, im Grunde hat er vier Laststellstufen, für alles andere muss man kuppeln, aber das Layout ist sehr interessant. Weil man eben nicht wirklich Gänge hat, sondern eigentlich im Grunde nur zwei Gänge hat. Im Grunde hat der Schlepper, im klassischen Sinne hat er zwei Gänge, zwei Gruppen und vier Laststallstufen. Aber es soll mal funktionieren. Und ich bin mal sehr gespannt, den fahren wir definitiv demnächst. Ich kann es kaum erwarten. Ne? Wir fahren bald, keine Sorge, wir fahren bald. So, machen wir mal gerade die Klappe zu. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen ankommen. Und nachher muss ich nochmal eine Runde zum Händler und gucken, dass ich den Vertrag mit dem Frontlader für den Fendt wirklich vorhin alles abgeschlossen kriegt, dass das auch wirklich kommt. Und dann, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann auch richtig los. Ne? Jetzt sind wir erstmal angekommen, haben erstmal unsere Sachen hergebracht und ne, die Tiere versorgt. Und müssen jetzt uns ein bisschen einfinden hier. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann so richtig los. Und ja, stehen wir hier vor der schönen Fiatchen. Irgendwie hat der Schlepper was. Ich weiß auch nicht. Ne? Irgendwie hat der was. Schon spannendes Teil. 7,5 Liter Hubraum oder so. Ich muss nochmal gucken, wie viel er genau hat. Aber Menschenskind, was ein Monster. Na gut, ich würde mal sagen, das ist ein wunderbares Bild, wo wir dann die Folge hier an dieser Stelle beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.